Willkommen zum Part 1 und wir möchten nun in den folgenden Minuten uns eine Kamerafahrt aufnehmen und dabei die Kamerawerte, sprich Position und Winkel, exportieren. Und da wir leider keinen Half-Life Advanced Effects haben für Counter-Strike Source, müssen wir uns da ein wenig helfen mit einigen Skripten und Tricks. Und das erste, was ich jetzt anschalten werde, ist meine Konsole, indem ich den Parameter -Konsole nutze. Und ich werde noch einen zweiten Parameter nutzen, und zwar -con-debug, sprich Konsolen-Debug-Modus bedeutet, er gibt uns automatisch alles, was in der Konsole ist, aus. Starten wir nun zunächst Counter-Strike Source. Und wir sehen, wir haben jetzt hier unsere Konsole mit dem Inhalt, und ich werde gleich mal in den Ordner gehen und diese Konsolen-Log-Datei öffnen. Falscher Ordner. Und wir haben dann hier die Konsolen-Log und wir sehen, das, was in unserer Konsole stand, steht dann auch hier in dieser Konsolen-Log. Ich kann mal den Test machen und zum Beispiel sagen Echo Hallo Welt. Dann haben wir Hallo Welt. Und ich öffne nun mal die Konsole. Dann sehen wir hier Hallo Welt. Also eine sehr hilfreiche Funktion dieses Konsolen-Debug-Modus. Und diese machen wir uns zur Hilfe, indem wir während der Aufnahme uns in die Konsole einen Befehl ausgeben lassen. Und den möchte ich jetzt einmal zeigen. Dazu starte ich einmal kurz einen LAN-Server. Und wir sehen dann hier, es gibt diesen Befehl getPOS. Es gibt noch einen ähnlichen, der müsste SpecPost sein. Wir sehen das hier. Allerdings, wenn wir uns genau beide mal anschauen, sehen wir, dass wir bei GetPost genauere Werte bekommen. Hier sind die kurz nach dem Punkt, nach der ersten Dezimalstelle, abgekürzt. Also über GetPost kriegen wir genauere Werte und diese sind dann doch sehr wichtig für unsere spätere Arbeit in Cinema 4D oder After Effects oder ähnlichem. Also wir nutzen GetPost. Ich werde mal die Konsole leeren. Und getPost. Nun sehen wir ja, wir können das nur einmal nutzen. Wir müssen das immer wieder neu eingeben. Theoretisch für jeden Frame. Und wir möchten uns dafür jetzt eine Schleife bauen. Leider funktioniert das nicht wirklich in Counter-Strike Source, Schleifen zu erstellen. Und da können wir uns allerdings helfen. Wir können eine Endlosschleife definieren. Und das funktioniert wie folgt. Über den Befehl Alias können wir eine Funktion definieren. Die nenne ich jetzt zum Beispiel mal Post für Position. Und diese soll folgendes machen. Einmal getPose aus Game. Diesen Befehl kennen wir jetzt. Es soll wait ein Frame abwarten und soll danach sich selbst ausführen. Wir sehen das hier. Pose führt sich dann selber aus. Und das Ganze ist jetzt definiert. Wenn wir jetzt Pose eingeben würden, sehen wir, er führt uns endlos diese Werte aus. Und ich laufe mal ein bisschen. Wir sehen, wir können auch gar nichts mehr machen. Wir können ja nur noch zuschauen. Und auch jeder mögliche Befehl jetzt hier, quit, wird komplett ignoriert. Wir sehen also, sobald diese Endlosschleife läuft, ist sie im Vordergrund und wir können nichts weitermachen. Ist allerdings nicht so schlimm, im Hintergrund läuft alles weiter. Wir sehen, das Bild wird weiter gerendert. Es läuft also alles in Ordnung. Und ich werde das jetzt mal schließen. Und wir schauen mal in die Konsolenlog. Und da sehen wir jetzt hier unsere kompletten Z-Post-Sachen. Wir sehen, ich habe mich hier gedreht, der Winkel ändert sich ein wenig. Und ja. So. Ich habe natürlich schon einen fertigen Skript vorbereitet. Und zwar diese CFG hier. Und da finden wir jetzt auch diese Funktion: Alias Post, Get Post, Wait Post. Und ich habe mir noch ein paar andere Sachen hier gebindet, die für mich jetzt persönlich in diesem Tutorial etwas wichtiger sind, weil ich die dann öfters brauche. Gut, wir nehmen jetzt also diese CFG-Datei, kopieren uns die und gehen in den Counter-Strike Source-Ordner und C-Strike und CFG. Und da füge ich diese jetzt nun ein, öffne die Config mit einem anderen Editor und hier füge ich jetzt hinzu exec für ausführen. Und dann nehme ich den Namen dieser Datei. Bei mir ist das hier Position Output CFG.
und füge diese ein und gehe auf Speichern. Und als nächstes brauche ich jetzt natürlich noch eine Kamerafahrt bzw. eine Demo. Und da habe ich hier eine sehr schöne bekommen von Last Heart. Und diese möchte ich jetzt auch noch schnell zu meinem Counter-Strike C-Strike Online hinzufügen. Und dann wären wir erstmal soweit vorbereitet und dann können wir jetzt in Counter-Strike Source weitermachen. So, in Counter-Strike Source, wir sehen jetzt hier, Positionsoutput von mir ist geladen. Alles Mögliche steht hier da. Zum Beispiel Konsole öffnen, Demo-UI. Funktioniert zum Beispiel auf F2. Sehen wir jetzt hier. Oder aber die Konsole lässt sich über auf 1 einstellen. Brauchte ich halt, da ich das noch nicht gebindet habe. Und wir können natürlich auch mit über F6 uns alles nochmal neu laden. Sehen das hier. Und über F7 haben wir unsere Positionsausgabe und da steht jetzt extra da endlos. Wir wissen ja jetzt nun bereits, dass diese dann endlos läuft und wir danach nichts weiter machen können. Gut, ich starte mir zunächst einmal Demo-UI. Und werde nun diese Demo über Play-Demo. Und dann haben wir sie hier unten Kamerafahrt-Test-Smooth bei Last Heart starten. Und wir können die zunächst einmal anschauen. Und diese Aufnahme wollen wir nun ja auf, also diese Kamerafahrt wollen wir aufnehmen und dann zum Beispiel in Cinema 4D importieren. Und ja. Also ich werde die nochmal abspielen. Und gleich am Anfang schon pausieren. Und nun müssen wir, da ich ja vorhin gesagt habe, diese Endlosschleife ausführen. Vorher starten wir im gleichen Moment die Aufnahme. Und dafür ist einiges nötig. Und zwar gehen wir da über Edit und dann hier auf New. Und da können wir einiges einstellen, zum Beispiel auch Zoom, FOV ändern. Aber wir wollen jetzt einen Befehl abspielen. Bedeutet, wenn wir diese Demo abspielen, bei einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Tick, dann führt er uns einen Befehl aus, wie zum Beispiel Echo Hallo Welt. Möchte ich jetzt aber nicht weiter ausprobieren. Und hier könnten wir zum Beispiel unser POS ausführen. Ich werde nun kurz nochmal einige Befehle eingeben. Und zwar, hier gibt es einmal den Befehl Host Framerate. Und hier legen wir unsere Framerate fest, die wir für unsere Aufnahme brauchen. Dann nehme ich jetzt einmal auf 90. Und das füge ich jetzt einmal unserem Play-Comment hinzu. Play-Comments. Und das Ganze nennt sich jetzt Aufnahme. Und da brauchen wir diesen Befehl, Host Framerate und Startmovie und dann der Name. Also nehme ich jetzt zum Beispiel Cam Lestat zum Beispiel. Das würde jetzt auf einen Klick unsere Aufnahme starten und wir könnten natürlich auch noch einen Comment setzen, um die Aufnahme zu stoppen. Dafür Endmovie. Und dann nehmen wir den Tick 1000 zum Beispiel. Und ich werde das jetzt hier ein wenig editieren, weil ich ja nicht wirklich möchte, dass er die Aufnahme startet. Deswegen werde ich hier meinen Untenstrich ransetzen. Und dann ist das soweit in Ordnung. Es wird noch umbenannt in der Stopp der Aufnahme. So. Das Ganze das speichern wir soweit. Und wir können das uns jetzt einmal anschauen. Und ja, sieht eigentlich genauso aus wie sonst auch. Und ich werde mal schauen. Host Framerate, wir sehen es, wurde übernommen. Und nun kommen wir noch zu wichtigen Einstellungen, wie zum Beispiel, wir sehen jetzt, wir haben hier unsere Waffe und auch unser HUD zu sehen. Und dafür gibt es ja auch wieder einige Befehle.